Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Tag auf der Wanderung Die Straße der Arbeit. Ich bin gerade von Engelskirchen über Gummersbach nach Heidberg gefahren. Zuerst habe ich den Zug genommen und anschließend bin ich mit dem Bus gefahren. Das hat sehr gut geklappt. Also die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heidberg zu diesem Punkt hier auf der Straße der Arbeit ist überhaupt kein Problem. Heute bin ich unterwegs auf der grünen Route. Das ist sozusagen der zweite Teil, denn ich habe die Teilabschnitte auf der Straße der Arbeit ja ein klein wenig überarbeitet und angepasst, sodass man etwas angenehmere Streckenabschnitte laufen kann. Und diese Streckenabschnitte sind dann auch immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ja, heute geht es von Heidberg in der Gemeinde Reichshof nach Morsbach. Das sind heute etwa 16,4 Kilometer und 290 Höhenmeter rauf und mehr Höhenmeter runter als rauf. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube 400 Meter geht es wieder runter. Also eine sehr entspannte Tour nach der Tour von gestern, denn die war wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, die Wetterbedingungen sind sehr gut. Es ist zwar noch ein bisschen trüb und ein bisschen kühl am Morgen, aber ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Zum Wandern ist das eigentlich genau das richtige Wetter. Und in den nächsten Tagen soll es eigentlich auch noch ein bisschen schöner und ein bisschen wärmer werden, sodass von daher optimale Bedingungen sind, um diese Wanderung weiterzulaufen. Ich freue mich und ich hoffe, dass ich hier auf der grünen Route schöne Ausblicke haben werde und die dann auch genießen kann und nicht so in Zeitdruck stehe, wie das zum Beispiel gestern der Fall war. Ich bin jetzt exakt genau eine Stunde unterwegs, bin jetzt gerade hier an dieses Schild gekommen und hier oben steht Zauberbaum. Ja, leider führt mich der Weg in diese Richtung, das heißt, ich kann jetzt nicht am Zauberbaum vorbeischauen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da einen Hinweis zu geben kann, was mit diesem Zauberbaum gemeint ist. Das Schild hinter mir sagt auch, dass es da irgendwie einen Natursteig gibt. Keine Ahnung, vielleicht recherchiere ich das mal. Ich stehe jetzt hier an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ja, eben bin ich durch Wildberg gelaufen und dann ging es hier die Straße runter. Wildberg ist offensichtlich geprägt vom Bergbau bzw. nicht mehr vorhandenen Bergbau. Ich laufe jetzt noch mal einen Kilometer und dann bin ich auf dem höchsten Punkt dieser Route angekommen und danach geht es eigentlich vom Streckenprofil nur noch runter. Ich bin jetzt
gerade gucken, knapp 2 Stunden unterwegs. Wie man sieht, ich habe mir was angezogen an den Kopf und auch oben herum. Es ist mächtig kalt. Ich finde es sehr, sehr, sehr frisch. Es war, glaube ich, aber auch nur angekündigt, irgendwie etwas zwischen 8 und 12 Grad. Insofern ist das verständlich. Ich habe Gott sei Dank den Wetterbericht vorher noch mal geguckt und gesehen, dass es so kalt werden soll. Und deswegen habe ich noch mal eine zusätzliche Jacke mitgenommen. So, damit mir nicht kalt wird, laufe ich jetzt schnell weiter und freue mich darauf, dass ich dann von da oben, von dem höchsten Punkt, noch mal einen schönen Blick haben werde. Knapp 6,6 Kilometer und 2 Stunden und 12 Minuten bin ich jetzt auf dem höchsten Punkt der Tour angekommen. Das sind jetzt 440 Meter. Ja, rechts von mir liegt die ehemalige Kaserne Reichshof Wildberger Hütte. Ich glaube, die ist wirklich nicht mehr in Benutzung. Hier ist jedenfalls alles abgeschlossen, verrammelt und verriegelt. Ich kann jetzt hier schön weiter nach links laufen in einen wunderschönen Wald hinein. Anlieger frei, land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Aber da kamen mir eben schon 2 Leute mit ziemlich hohem Tempo entgegen. Ob das jetzt Anlieger waren, ich weiß es nicht. Naja, ich habe noch 2 Stunden und 40 Minuten vor mir und dann bin ich auch am Endpunkt in Morsbach. Das schön. Also das ist ein wunderschöner Ausblick und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt hier langlaufen kann. Mit ein bisschen blauem Himmel und Sonnenschein wäre es wahrscheinlich noch schöner. Die Ruhe hier bis auf die gelegentlich vorkommenden Motorsägen ist auch toll. Ach ja, wunderschön. Ja, meine Mittagspause habe ich jetzt beendet. Die habe ich nämlich auf einer schönen Kreuzung gemacht. Da war die erste Bank, die ich dann gefunden habe, nachdem ich jetzt so weit gelaufen bin. Und ja, es sind noch 5,8 Kilometer. Es geht jetzt steil bergab. Gott sei Dank ist es nicht mehr ganz so weit und vor allen Dingen geht es jetzt den Berg runter. Heute im Laufe des Tages ist es doch ganz schön den Berg raufgegangen. Das hat mich wirklich gewundert. Was mir jetzt hier zuletzt aufgefallen ist, in diesem großen Waldgebiet, in dem ich hier unterwegs bin, es gibt total viele Hochsitze. Das heißt also, eigentlich muss es hier vor Wild nur wimmeln. Ich habe bisher noch kein Reh oder kein Wildschwein oder sowas gesehen. Ich habe zwar mal Spuren gesehen, wo die Wildschweine so ein bisschen abseits des Weges so ein bisschen gewühlt haben im Boden, aber das war es dann auch. Was mir auch noch aufgefallen ist, es ist total still hier. Man hört ganz selten mal eine Motorsäge, aber ansonsten ist es hier absolut
still. Für diejenigen, die also hier hinkommen wollen und Ruhe tanken wollen und Entspannung haben möchten in einem stillen Wald, ihr seid hier auf jeden Fall richtig. Ich laufe noch die letzten 5,8 Kilometer und dann bin ich auch wieder in Morsbach angekommen.